Knife Round geht los und damit starten wir natürlich ins Spiel und ich kann diese Scheinwerfer wieder von meinem Gesicht entfernen und muss aber noch ganz kurz in dieser Knife Round mal eben was trinken, liebe Freunde. Das habe ich nämlich jetzt gerade noch nicht geschafft. Bis gleich. So, jetzt bin ich auch wieder vom Wasserhaushalt vernünftig hydriert, so dass wir nicht an hier einer Dehydration oder sonstiges umkommen können. Auch da draußen an euch alle natürlich, es ist heißes Wetter gewesen in den letzten Tagen, trinkt genug, ausreichend, das ist wichtig. So, wir werden aber jetzt erstmal hier bei dem guten Team Tricked gegen das Team von, wie bin ich jetzt gerade, war ich in der Birne? Ja, bin ich. Gegen Ancient. So, und da werden wir jetzt mal gucken, wie das Ganze ausgehen wird. Disco-Doppler mit dem ersten Frag gegen Arcor. Der wurde auf jeden Fall kurz offensiv geschickt. Und dann holen sie hier auf sehr, sehr zügig die ersten Frags im Kurzbereich. Da hat man natürlich relativ aggressiv gespielt. Vor dem B-Spot bereit ist noch Siush. Und Hunden ist auch noch bei den Überlebenden verbucht. Aber gegen fünf Mann wird es extrem schwierig. Man muss jetzt schauen, Siush, wenn der nicht mindestens zwei Leute kriegt, dann wird es hier extrem nahezu unmöglich, aber er hat es auf jeden Fall schon mal geschafft, einen rauszunehmen. Hunden jetzt nochmal mit der Möglichkeit, hier gegen vier Leute zu punkten. Hunden, nein, Plopski nimmt ihn raus. Damit ist es die erste Runde für das Team Ancient. Und Tricked, die müssen erstmal auf ihrem eigenen Map-Pick in die Eco. Nein, sorry. Ancient ist, der hat das 2 gepickt. So, weiter geht's. Man hat sich bei den Jungs von Tricked natürlich für einen Force-Buy entschieden. Auf das 2 ist das natürlich auch immer wieder mit der Möglichkeit, Scouts natürlich auch vernünftig einzusetzen. Eine sehr, sehr gute Option, da auch auf den Force-Buy zu gehen in der zweiten Runde. Oh, Plopski, der hat auf jeden Fall schon mal auf was auf die Backen bekommen. Durch die Smoke, schöner Prediction-Shot, genau auf die richtige Höhe. Freddy übernimmt jetzt erstmal die Waffe, die AK, die darfst du natürlich nicht liegen lassen. Vor allen Dingen Hunden ist schon in der Nähe, der will da unbedingt an die Waffe herankommen. Aber natürlich da nochmal der Aktionsradius etwas begrenzt, denn es sind natürlich einige Spieler vorhanden, wie zum Beispiel auch Rusty, der das Ganze natürlich mit in der Mitte unterstützt. Jetzt rennt man sogar Mitte hoch, Draken mit dem Scout-Headshot gegen Butzki. Und auf lang wartet Borup auf seine Möglichkeit. Und jetzt sieht man rum, Nummer 1. Nein, zweiten kriegt er nicht hin, aber dann hat man trotzdem immer noch zwei weitere Spieler, die natürlich hier nochmal eingreifen können. Hunden nutzt die Smoke für sich. Aber Draken sehr schnell auf den Kopf connected. Dann ist Siush da, der gegen drei Spieler nochmal ran muss. Das wird nahezu unmöglich, aber natürlich wird er sein Bestes geben. So, bringt seine Waffe durch und damit ist es erstmal das 2:0 in dieser Partie.
So, weiter geht's. Liebe Freunde, Ancient gegen Tricked. 2:0 steht es. Durch den Forceball muss man natürlich jetzt in die Eco gehen. Deswegen hat er auch die Waffe durchgebracht, um zumindest in dieser Runde jetzt auch nochmal ein bisschen was zu punkten. Und aus diesem Grunde werden wir natürlich gucken, wer hier gleich die Nase vorne haben wird. So, auf kurz ist man erstmal unterwegs. Da wird man jetzt auf jeden Fall mal gebündelt pushen. Und Plopski mit 11 HP natürlich optimistisch, an dieser Position nochmal weiter stehen zu bleiben. Aber wir kennen es. Die McDandy kann natürlich auch hier die ein oder anderen Frag auf jeden Fall erzielen. Aber Trick macht das gut. Kann offensiv gebündelt hier den Spieler rausnehmen. Hat sich noch eine Waffe dazu verdient. Und jetzt sieht es gerade doch schon ganz gut aus. So, jetzt Bubsi. Oh, oh, Schwierigkeiten, aber dann die USP, schön von Borup. Und die können hier auf jeden Fall schon mal die ein oder anderen Shot setzen. Draken und Disco Doppler, letzten beiden Überlebenden. Die müssen jetzt nochmal ran, Slush mit dem Nächsten. Das gibt's doch gar nicht. Und dann kann es hier vielleicht schon wieder so eine typische Eco werden, die hier durchgesetzt wird. Disco Doppler sieht den Spieler, bekommt sogar nochmal einen Anschuss, hat nur noch 61 HP gegen Arcor. Wer wird hier das Duell gewinnen? Disco Doppler fast den Frag erzielt, aber nein, er holt das und das ist das 3:0 für die Jungs von Ancient. Und jetzt ist es die erste Equipped Round für Tricked und jetzt geht's ans Eingemachte. So, hier haben wir auf jeden Fall nochmal ein Timeout. Das sollte man nochmal nutzen, wenn es jetzt wirklich hier an die erste Equip Round geht. Finde ich ganz in Ordnung, sich da nochmal genauer zu besprechen. Ach, sorry, die Anzeige. Jo. Sorry. So, Verzeihung. So, da haben wir's. So, meine Damen und Herren, und damit geht es in die nächste Runde und vor allen Dingen in die erste Equip Round für beide Teams. Wir haben hier von Rusty auf jeden Fall den ersten Break. Arcor kann aber dann trotzdem wieder Punkte. Disco Doppler mit der Antwort. Überall gibt es immer wieder die Refrag-Verhalten. Stark gemacht hier auf jeden Fall von den Teams. Plopski nimmt dann Arcor nochmal vom Spot und damit kann man natürlich gucken, was man macht. Sehr schöne Entscheidung von Stewstar, jetzt offensiv zu pushen. Hunden hingegen muss natürlich hier Zeit rausholen für sein Team. Da darf es nicht allzu lange dauern. So, um das Ganze natürlich nochmal aufzuklären, das Problem ist, man ist manchmal im Casting so, dass man halt wirklich, oh, Hunden, die Draken holt sich da den guten Siush raus und Hunden ist der letzte Überlebende mit seiner AUG gegen 3, da sollte er natürlich die Waffe durchbringen. Schade, aber Ancient auf jeden Fall hier mit guter Manier direkt mal mit 4:0 hier auf den Spot zu klären. So, um das Ganze nochmal natürlich zu erklären, manchmal liest man einfach nur die Frags mit, weil es einfach dieses Umdenken etwas zu schwierig ist. Aber um natürlich nochmal durchzugehen, Hunden ist Hunden, Borup ist Borup, Siush ist Siush, Arcor ist Arcor und Bubski ist Bubski. Hyper Lukas Bubski Andersen. Auf der anderen Seite Plopski, Rusty, Draken, Disco Doppler und Freddy B ist Freddy B. So, 4:0 und jetzt hat natürlich auch wieder Tricked nicht genug Geld, um sich hier vernünftig zu equippen. Hunde mit der AUG natürlich, die er durchgebraucht hat, bringt etwas Stärke mit in diese Runde. Wenn man sich jetzt noch mit 5-7s oder Pistols oder anderen Deagles irgendwie ausstattet, dann ist das alles wunderprächtig.
So, 4 zu 0 und man hat schon wieder den ersten Frag erwischt. Übrigens auch nochmal, wir haben ein kleines Statement von Sprout bekommen. Der gute Daniel Paulus hat uns was zugesendet. Das werden wir euch gleich nach der Map nochmal präsentieren. Der liebe Herr, nochmal eine kleine Nachricht geschickt. Wollen wir euch natürlich aber in vernünftiger Qualität zeigen und dementsprechend werden wir natürlich dann gleich in der Halbzeitpause das kurz vorbereiten und dann das Statement vor dem Start der nächsten Map nochmal für euch kredenzen. Sehr, sehr schön, dass da so schnell nochmal was rüber kam. So, die Smoke kam mir ein bisschen niedrig vor. Ob die richtig ankommt, weiß ich nicht. Aber die Jungs, die haben die natürlich schon tausendfach geworfen. Aber sie ist verworfen, ne? Wie ich schon gesagt habe. Also das hat so nicht funktioniert, wie die Smoke da eigentlich kommen sollte. Die muss man nämlich ein bisschen höher werfen. Also da auf jeden Fall kleinere Defizite zu entdecken. Draken wieder einmal erfolgreich gegen Arcor, der letzte Überlebende ist Bubski. Und der steht natürlich komplett auf verlorenem Posten. Aber gut, für die Eco ist es in Ordnung. Ein Spieler rausgenommen, 1-1 Trade, was die Waffen angeht. Bubski könnte ja vielleicht sogar nochmal seine Waffe upgraden. Oder nochmal jemanden mitnehmen, das sehen wir jetzt gleich. So, ein Bubski da oben, ja, wollte nochmal verzögert nachkommen, um sich eine Waffe zu picken, aber hat keine Chance. Plopski nimmt Bubski raus. Ey, das sind aber so geile Namen, ne? Muss man ja mal sagen. So, Lang wird jetzt erstmal relativ zügig eingenommen, das kennt man so, der typische Aufbau. Bei Ancient nutzt man lieber die Lower Tunnels, da möchte man letztendlich sich schon mal vorbereiten für einen B-Split, so sieht es zumindest gerade aus. Ja, und das Ganze passiert wirklich mit einem extrem starken Tempo, aber Arcor, der passt auf, genauso wie Bubski. Die holen jeweils mit der AWP schon mal die ersten zwei Spieler raus, das ist von Ancient vielleicht ein bisschen optimistisch gedacht. Jetzt kommt aber Freddy B. gerade durch kurz durch, der macht natürlich eine riesengroße Lücke auf, aber man pusht schon. Borup ist in der Mitte auch schon oben, Hunden hat die Mitte noch ready und jetzt muss man schauen, inwieweit Borup hier vielleicht durch diesen Ausschluss nochmal einen Vorteil erzielen kann. So, AWP, oh Gott, nein! Eieiei, was ein Timing, aber Borup kann ihn clearen, wird dann nicht mehr selber noch angegangen und damit hat man hier eine 2 gegen 3 Situation. Molotov schon rausgeflogen, eine einzige Flashbang, die man noch verwenden kann bei Ancient. Auf der anderen Seite sehen wir noch eine Smoke, zwei Flashes, die können natürlich passend koordiniert werden, vor allen Dingen, weil man schon einen auf Lang hat. Man hat einen noch Richtung Citybase abgestellt, der jetzt noch supported wird von Siush. Jetzt muss man schauen, was kann Rusty machen? Rusty eigentlich die größte Verantwortung, der muss die Headshot-Rampe und vor allen Dingen auch den Langbereich erstmal dicht halten. Freddy B., der darf gar nicht so früh rumziehen, sonst hat er natürlich hier die Kacke am Dampfen. Aber Rusty macht in Anführungszeichen nur einen. So, Flashbang kommt da raus. Bombe wird defused, die zieht da rum, keine Chance. Und das ist hier die erste Runde für Trick. Herzlichen Glückwunsch, 1 zu 5. Und die Aufholjagd kann beginnen. So, erstes Timeout von den CTs von Tricked, die natürlich nochmal besprechen, was hat gerade funktioniert, wie kaufen wir vor allen Dingen ein. Man hat ja jetzt auch nicht das Geld der Welt oder sonstiges, dementsprechend sind sie da jetzt natürlich auch darauf angewiesen, sich vernünftig auszutauschen, welche Granaten man verwenden möchte, welche Pistols man holt, ob man sonstiges irgendwie sich unterstützend gibt, welche Granaten man braucht, welche Taktik man spielen wird und. Vielleicht mal einen schnellen Kurz-Offensiv-Push. Den kann ich mir hier in diesem Augenblick sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen, weil sie eben so mittellastig gespielt haben. Also es kann gut sein, dass sich dann Ancient irgendwie denkt, alles klar, wir spielen es jetzt nicht nochmal mittellastig.
oder gerade deshalb nochmal, weil man halt genau dieses Tricky Moment da machen möchte. Aber sehr schön, Buch. Nein, Borup, was machst du denn? Und er ist noch in der Smoke, um Gottes Willen. Uiuiui, ui, ui. Hunden kann ihn da nochmal rausnehmen. Das hat man hier vor langem nochmal vier Spieler abgestellt. Aber Mitte, unten, da ist Bubski. Bubski, der hat Bock. Der bockende Bubski. So, aber der Kurzbereich letztendlich ungedeckt. Hunden ist nämlich an der City Base und wir sehen Arcor, der möchte den kurzen Steg für sich erstmal, ja, safe machen. Aus welchen Ländern kommen die Clans? Ancient kommt aus Schweden, Tricked kommt aus Dänemark. Könnt ihr aber auch sehr, sehr gerne nachgucken auf 19damage.de, Ausrufezeichen Coverage, Ausrufezeichen Matches, was auch immer. So, jetzt geht's hier erstmal auf diesen Execute. Natürlich auch über die City Base gebündelt. Arcor, Arcor! Drei Stück! Stark gemacht, Arcor! Und das nenne ich hier auf jeden Fall vorzüglich geaimt. Und ja, das natürlich wunderprächtig. Ach, ich merke gerade. Huch. Verzeihung, ich habe den falschen Knopf. Sorry, das war der falsche Knopf von mir. It's a prank, guys. It's a prank. Lass mich mal ganz kurz was überprüfen, meine lieben Damen und Herren. Hotkeys. Ah. Okay. So, liebe Freunde, Ancient jetzt nochmal mit einer Equipped Round. Haben nochmal alles runtergekauft, was geht. Bedeutet, wenn sie diese Runde verlieren, hat Tricked auf jeden Fall erstmal ökonomisch den Vorteil. Disco-Doppler, Journal Frag gegen Handen. Kann Hunden da komplett rausnehmen. Und vor allen Dingen auch die Flashbang, die natürlich da in diesem Augenblick gut gepunktet hat. War als Unterstützung natürlich ideal. Jetzt nochmal eine Molotov aufgesammelt, schön. Damit kann man natürlich den langen Bereich immer weiter und immer weiter denyen. Interessant auf jeden Fall jetzt schon mal der Push von den Herrschaften in den Tunnels. Also da will man auf jeden Fall schon mal Informationen sammeln. Man möchte nicht übertreiben, das sieht man hier dran, sondern überprüft das Ganze erstmal nur. So, Bubski weiß jetzt erstmal, dass T-Base nichts ist. Jetzt checkt er den ganzen Lower-Tunnel-Bereich. Auch da ist natürlich die Gefahr groß, dass er abgeaimt wird. Aber bisher passiert da nichts. So, jetzt auf lang gibt es den Zugriff. Arcor mit dem nächsten. Borup konnte nur einen machen. Jetzt hat man hier immer noch die Überzahlsituation bei Ancient. Die fahren jetzt lang durch. Einer auf dem Spot ist schon bereit, beziehungsweise Suge am Elevator. Und von hinten soll dann letztendlich auch Bubski nochmal Druck aufbauen, um letztendlich hier diese Runde besser zu erspielen. Aber Draken hat es auf dem Schirm. Draken nutzt die Gunst der Stunde, aimt hinten ab. Und Sjusch im 1-on-3 keine Chance gehabt. 6-2, Ancient holt sich hier die nächste Runde. Und Draken wieder einmal mit einem 3K. Ist hier mit 10 Frags auch ganz oben am Start, was zumindest das Scoreboard angeht. So, und auch hier in diesem Fall ist es so, wer das Match gewinnt, der fährt aufs Minor, Freunde. Also einer von den beiden Teams wird hier in Berlin vorhanden sein. Und da freue ich mich auf jeden Fall ganz besonders drauf, dass wir ein Major hier in Berlin feiern können. So, Freddy B., der wird erstmal kurz vorgeschickt, hat erstmal nur Druck gemacht, wartet ab, dass natürlich seine Mates nachkommen, dass supportende Flashbangs kommen oder dass letztendlich vielleicht sogar der Push hier von Trick stattfindet. Und genau das findet auch statt, aber Borup nur ein Frag gemacht, sofort der Refrag von Rusty. Jetzt wird aber auch schon wieder ausgeschlossen. Also, Sjusch ist in den Tunnels schon wieder sehr, sehr weit vorhanden, hat hier den Dungeon Crawler gemacht. Und jetzt sehen wir Arcor, der auf kurz natürlich irgendwie bereithalten möchte. Oh, und Sjusch sieht dieses Mini-Pixelchen da an der Wand, kann den Spieler rausnehmen, aber Disco Doppler sofort mit dem Ausgleich. Also, es bleibt spannend. Hat man Damage-Granaten bei den CTs? Nein, hat man nicht. Keine einzige Damage-Granate. Und das ist natürlich wiederum ein guter Punkt für Ancient, dass sie sich da nicht zu große Gedanken machen müssen, ob man vielleicht hier nochmal vom Spot weggesprengt wird oder nicht. Problem ist nur, sie wissen es natürlich nicht, nur wir wissen das Ganze so detailliert, so
offensichtlich. So, hat er einen Defuse-Kit? Nein, hat er nicht. So, und Draken hat wirklich alles Mögliche versucht, klappt aber nicht. Und damit ist es hier die Runde für die Jungs von Tricked. 3-6 aus der Sicht von Tricked. So, 44 ist das der Draken, der bei Nip war. Jo, 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 jo. Das ist er. Draken. So, wieder ein Timeout. Absolut richtig, dass man sich hier auf jeden Fall bemüht. So, let's go. Bubski ist auf jeden Fall jetzt hier schon mal für den B-Spot bereit und da kommt man mit Flashes erstmal drauf. Die Pistols und die SMG, die funktionieren natürlich da auf diese Close Distance durch die Smoke gegen solche Waffen nicht unbedingt. Aber Disco-Doppler, der findet zumindest in der Mitte nochmal Hunden. Und kann diesbezüglich auf jeden Fall das Aufgebot von Tricked dezimieren. So, und damit möchten wir hier erstmal schauen, in welchen Bereich es jetzt gleich gehen wird. Hunden, der macht auf jeden Fall den Lang mit seinen Mates erstmal dicht. Die kommen da nicht raus, haben einige Granaten natürlich dadurch rausgelurrt. Das heißt, auch bei Tricked ist natürlich schon mal ein bisschen das Granatenplay dezimiert. Die haben nämlich einiges an Granaten schon verloren. Und scheinbar bewegt man sich hier auf jeden Fall auf gute Augenhöhe. Und tastet sich hier Step by Step ab. So, Kurzbereich ist erstmal Stück für Stück eingenommen. Daraus kann man natürlich viel spielen. Erstmal natürlich hier diese One-Way-Smokes oder halt insgesamt diese Smokes, die viel an sich nehmen. Das könnte jetzt der typische City-Base-R-Spot-Split sein, den man öfters sieht. Aber auch aus so einer Situation kann man ganz schnell einfach mal einen B-Split erzielen. So, jetzt geht's hier auf den Spot drauf. Tricked. Borup und Hunden kriegen jeweils schon mal den ersten Frag. Popski ist aber da, der möchte auch noch gegenhalten. Einen nimmt er mit, jetzt Arcor auf der Headshot-Schräge. Jetzt muss man schauen, wie weit man kriegt. Man die Bombe hier durchgelegt, ja, schafft man. Kurzbereich kommen die nächsten Spieler nachgeschoben. Sie haben beide nur noch wenig HP. One-Shots müssen da jetzt sitzen. Und jetzt muss man gucken, wo bleiben die Headshots? Tjush mit dem ersten, Tjush mit dem zweiten. Und Trick holt sich hier die fünfte Runde, 5-6. Und es bleibt weiterhin auf Augenhöhe. Pistols nur noch bei Ancient.
Die haben so einen guten Start hingelegt, haben 5:0 geführt. Dann schafft es Trick hier, sich zurückzuspielen und die Runden ungefähr auf die gleiche Ebene zu bringen. Gleich könnte natürlich auch der Ausgleich kommen. Hier, diese Runde ist spärlich equipped von den Herrschaften von Ancient. So, und jetzt geht es hier Richtung Kurz wieder mit Pistols nach vorne. Wunderschöne HE, die macht auf jeden Fall ordentlich Druck. Ist die nächste. Die zerstört auch nochmal ordentliche Träume. Aber noch ist nichts entstanden dadurch. Noch ist nichts entschieden. Jetzt kommen natürlich hier die Molotovs. Die machen einiges an Druck. Vor allen Dingen nehmen die sehr viel Zeit raus. Deswegen ist auch der Punkt, dass man ganz oft auch nochmal bei solchen Situationen sieht, dass die Spieler sich zurückrotieren. Und das findet auch gerade statt. Bubski hat zumindest den ersten Step schon mal gehört. Der zweite, schön den Schlitz da ausgenutzt für sich. Und jetzt ist natürlich Ancient sehr weit auseinandergezogen. Kann sein, dass sie jetzt Richtung A gehen, kann sein, dass sie Richtung B gehen. Man hat keine Ahnung jetzt davon, wie der Aufbau hier auf jeden Fall zu starten ist. Schöne Timing-Granate nochmal. 30 Sekunden nur noch auf der Uhr und dementsprechend haben wir die Molotow oben. So, Draken mit dem nächsten Shot. Und Disco-Doppler, der hat auch nochmal Bock. Also sie kommen hier mit diesen wenigen Waffen, die sie da noch haben, irgendwie auf den Spot. Aber sehr schön von Borup abgeaimt. 6:6. Trick holt sich hier den Ausgleich und zeigt, dass man auf der City-Seite auf jeden Fall gut stehen kann. So, ihr Lieben, was glaubt ihr denn? Wer kriegt das Ding hier nach Hause? Ist es Trick oder ist es Ancient? Ihr könnt ja mal im Chat eure Expertise reinschreiben. So, mit sie jetzt von Borup eigentlich ein offensiver Move versucht, wurde aber sofort verjagt. Konnte aber noch Schaden Richtung Lower Tunnels anrichten. So, jetzt wieder offensiver Push, das macht Trick die ganze Zeit. Da sollten sie langsam bei Ancient mal so ein bisschen dieses Mittel gefunden haben, das immer wieder natürlich ausgeschlossen wird. In den meisten Fällen haben sie es natürlich überhaupt nicht gesehen oder wenn erst im Nachhinein gemerkt. Aber trotzdem, dieser B-Spot, der ist relativ offen und da muss natürlich jetzt Ancient auch gucken, dass sie da in einer gewissen Weise ihr Spiel etwas adaptieren. So, Bubski gegen Plopski, dann haben wir den nächsten rausgenommen und das ist jetzt gerade hier wirklich sehr, sehr gut gedeckt von Tricked. Die holen sich hier recht früh durch ihr Positioning und ihr vernünftiges Aiming die Runden und damit Draken, der letzte Überlebende, alleine gegen 3. So, und damit holt sich Tricked hier diese Runde auch nochmal. 7:6. Es ist der Map-Pick von Ancient. Das ist nochmal hervorzuheben. Sonst jedoch bisher ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wie schon angesprochen, recht auf Augenhöhe. Ich glaube, wenn Tricked sich hier das 2 schon mal an den Nagel reißen könnte, dann ist die halbe Miete eigentlich schon erledigt. So, auf Alan gibt es auf jeden Fall jetzt hier ein Wiedersehen. Da gibt es auf jeden Fall richtige Keilerei. Einer schon durchgeschickt. Hunden erfolgreich. Und dann Burp. Schön gemacht. Rusty versucht dann nochmal Hunden durch die Smoke zu erreichen. Und er schafft es auch, den guten Hunden da rauszunehmen. Ein weiterer Spieler ist bekannt. Jetzt zieht man natürlich gebündelt rum. Ein AWP-Schuss geht raus, aber Draken im 1-on-3. Ersten Spieler nimmt er mit. Bombe wieder am Mann. Jetzt muss er mit seinen 1 Minute 20 gucken, inwieweit er hier die Spieler nochmal separieren und vor allen Dingen dann auch nochmal duellieren kann.
So, und dann fährt man hier durch. Draken ist jetzt bekannt. Sehr interessant, dass Hughes seine Position überhaupt gar nicht begibt. Aber hat natürlich jetzt durch diesen Zoom-Wechsel nochmal gezeigt, wo er ist. Jetzt ist Draken hier im One-on-One gegen Bubski. Die HE kommt. Draken versucht es und Draken holt es. Draken 7-7. Ancient holt sich hier nochmal eine Runde. Und das natürlich ein Wahnsinnsklatsch hier. 1-on-3 von Draken weggemacht. Ja, und da kann man wirklich sagen, Ancient kann froh sein, dass sie sich hier so einen Star auf jeden Fall in ihren Reihen begrüßen durften. So, und vielen Dank an eure ganzen Instagram-Follows. Hier kommen sehr, sehr viele gerade rein. Herzlichen, herzlichen Dank. So, Disco-Doppler. Sorry, tut mir leid, liebe Freunde. Musste einmal ganz kurz hier passiv was machen. So, also Disco-Doppler, die fahren jetzt nochmal durch. Ancient hat auf jeden Fall hier mit dem letzten Runde, die sie hier nochmal für sich entscheiden konnten, einen guten Start in diese Situation gebracht. Und auf einmal kommt Zeus hier nochmal mit schönen Fricks. Das heißt, die 4 gegen 2 Situation bricht man nochmal auseinander, schafft es hier eine 2 gegen 2 Situation zu erzielen. Jetzt natürlich die Molotow, die nimmt einem schon mal wieder ein paar Sekunden weg, um jetzt endlich den Retag vernünftig zu koordinieren. Vor allen Dingen, wenn man keine Smoke hat. Die Smoke natürlich für die Sichtung etwas sehr Wichtiges. Und jetzt muss Hunden gucken, ob er hier vielleicht das ein oder andere Köpfchen da nochmal entspähen kann. Auf kurz, Freddy B. punktet das Ganze. Ancient holt sich die Halbzeitführung 8-7. Aber noch ist nichts entschieden. Wir haben es eben gesehen. Sprout auf der Terrorseite unglaublich stark unter Bix. So, meine Damen und Herren, Lower Tunnels möchte man hier in der Pistol auf jeden Fall für sich benutzen. Erstmal gucken, ob man vielleicht kurz nochmal den einen oder anderen sehen kann. Man ist aber sehr bald gefächert in der Mitte nochmal die Kontrolle. Die Bombe liegt auch noch weiterhin da. Mitte unten kann natürlich jetzt was kommen. Draken ist sich dessen natürlich bewusst. Und auch da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in diesen Force reinläuft. So, Disco-Doppler. Schönes Frack hier auf jeden Fall. Freddy B. mit dem nächsten Hunden. Der wird rausgenommen. Arcor bekommt hier zumindest nochmal mit der Glock den nächsten Frack erzielt. Jetzt ist Ancient natürlich in der passenden Position, um sich nochmal neu zu rotieren. Bubski, aber Wahnsinns-Frack hier Richtung City Base. So, und dann Bubski. Stark gemacht von ihm. Holt sich nochmal 2 weitere Rusty in der City Base im 1-on-3.
Diffuse Kid ist ein Mann. Hohoho, sehr schön. Und Bubski zieht rum, kann Rusty da rausnehmen. Und damit haben wir hier das 8:8. Und wir schauen mal, in welche Richtung es gehen wird. So, Timeout ist gezogen. Die nutzt man auf jeden Fall vorzüglich. So, Draken in der Mitte auch nochmal mit der Scout. Forceplay auf jeden Fall jetzt bei Ancient. Die kriegen es hin, hier auch direkt den ersten Frag zu ziehen gegen Borup. Borup, so, Entschuldigung. Und da ist die Scout natürlich, ne, öfters, wenn man da zwei Shots in den Buddy setzt, natürlich down. Wenn man zwei Shots, wenn man einen Shot aber in den Köpfchen setzt, dann hat man sofort den Spieler rausgenommen. Und dann hat man es gerade gesehen, Drake natürlich mit der Confidence. Hier einfach mal schön rumzuziehen. Das macht natürlich dann auch dementsprechend Spaß. Und öffnet natürlich für Ancient ganz neue Deckungsmöglichkeiten. So, und jetzt wieder mal den Kurzbereich immer wieder einnehmen. Immer wieder wird es der Kurzbereich. Aus dem Kurzspot kann man dann letztendlich hier wieder die verschiedenen Abwandlungen dieser Taktiken spielen. Auf lang der erste Spieler entdeckt. Draken ist dort übrigens auch. So, Draken wieder mal mit dem Headshot. Wahnsinn, was ein Schuss. So, jetzt einer im Goose raus. Jetzt die Bombe legen, sich gar nicht zu sehr zeigen. Aber Draken schafft es schon wieder, nicht noch wieder einen Frag zu erzielen. Entschuldigung. Und damit nur noch Plopski und Disco Doppler, die sich hier in der Partie durchsetzen müssen. So, Plopski, schön gegen Bubski, dann nochmal den Frag gezielt. Und man cleart das ganze Team Tricked. Ancient kann hier wirklich noch eine AK mitnehmen mit einem AP Rest, 19er Damage. Kann man hier jetzt erstmal nicht sagen. Langen Bereich auf jeden Fall eingenommen. In der Mitte wird sich gebündelt. Dadurch, dass man natürlich gerade eben geforst hat und die Runde verloren hat, muss man natürlich hier auf eine Komplettspar gehen. Beziehungsweise eine Deagle hat man sich bei Draken gegönnt. Der hat natürlich auch mehr als genug Frags gemacht. Konnte damit also ein bisschen Geld zumindest farmen mit der Scout. Und jetzt hat man aber hier bei Tricked sehr schön den Spot eingenommen. Kann sich hier erstmal ein bisschen den Raum rausnehmen.
So, 10 zu 8. Die Runde, die ging wirklich mit fast pazifistisch schon aus. Und jetzt ist man aber wieder full equipped bei Ancient. Und da hat man natürlich mit Drake eine unglaublich starke AWP, zumindest in dieser Zeit. Also, gucken wir mal, in welche Richtung diese Runde sich zumindest entwickelt. So, wenn man auch mal durchguckt durch die Turnierbäume, was die verschiedenen Teams schon alles besiegt haben. Heroic hat Trick besiegt. Trick ist dann runter gegen Norderwind und muss dann jetzt gegen Ancient ran. Ancient hingegen hat gegen Windigo gewonnen und gegen North 2-0 verloren, ist dann runtergedroppt und muss jetzt gegen Trick dran. Also die Riesengegner hatten sie beide noch nicht vor sich. Da muss ich mich entschuldigen, tut mir leid. Jetzt habe ich hier gerade mir einen Zug geholt scheinbar. So, auf jeden Fall sind wir immer noch 5 gegen 5. Alle Spieler tasten sich da gegenseitig sehr ab. Diesmal sieht man nicht so viel aggressives Play Richtung B. Trick lässt B da auch relativ offen, möchte sich also dementsprechend um den A-Spot kümmern. Ancient hat das Ganze verstärkt mit Rusty auf lang und vor allen Dingen auch noch Draken an der City, am City Cross. Das heißt, jetzt ein schneller Zugriff. Vor allen Dingen das Schöne ist, dass man wieder mal diesen Kurzzugriff anspielt, den man eben schon gemacht hat. Und dann kommt man auf einmal mit drei Mann Richtung lang raus. Das könnte hier sehr überraschend wirken. Und das passiert auch. Rusty hier mit dem Duell-Lane. Jetzt kommt natürlich Draken von der Seite. Draken kann das Ganze noch mitmachen. Bubski aber trotzdem mit dem wichtigen Frag. Jetzt muss Draken natürlich von beiden Seiten unter Druck gesetzt werden. Aber das schafft er wieder sehr gut, sich da auf jeden Fall aus der Affäre zu ziehen. Und jetzt wird es natürlich eine kritische Angelegenheit. Bombe wird drüber gedroppt. In diesem Drop wird natürlich der Spieler gesehen. Das schafft er nicht mehr zu planten. Damit ist es hier die Runde für Ancient. 10 zu 9. Man befindet sich auf jeden Fall hier auf der Augenhöhe. Und dann läuft das Ganze. Vielen Dank für eure Gesundheitswünsche, ihr Lieben. Sehr freundlich. So, wir befinden uns auf der ersten Map von Tricked. So, lang auch wieder unterwegs. So, Hunden auf jeden Fall schon mal einiges an Damage kassiert. Dann kommt Freddy B. mit der Granate. Finish das Ganze hier. Und auf kurz auch noch der nächste Spieler bereit. Freddy B. Wird von Bubski rausgenommen. Also, es ist hier wirklich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Plopski auch nochmal raus. Plopski mit dem nächsten. Also man kann wirklich hier nichts richtig herauslesen, denn die Jungs machen hier Schlagabtausch um Schlagabtausch. So, und Draken finisht das Ganze 10 zu 10 und somit haben wir hier immer noch eine sehr ausgeglichene Partie bei Tricked gegen Ancient.
So, 11 zu 10 für Ancient. Die Jungs von Tricked haben hier ihre Phasen und ihre Runden in diesem Spiel, aber brechen halt immer wieder ein. Die Folgerunden, da ist die Problematik hinter. So, und Draken mit der AWP auf jeden Fall. Oi, fündig geworden. Genauso wie Plopski, Bubski, der letzte Überlebende. Der nimmt Disco-Doppler zumindest in der Mitte nochmal raus, hat ihn da gehört. Aber Ancient baut sich hier langsam Runde für Runde auf. Wunderprächtig, holen hier die 12. für sich und wollen sich langsam aber sicher Richtung Minor bespielen. Habt ihr bei der AWP auch wieder Soundprobleme? Jo. Also, das ist, die Soundprobleme in diesem Fall liegen nicht daran, dass wir hier irgendwas falsch eingestellt haben, sondern der GoTV hat da einfach kleine Paketverluste, übermittelt scheinbar nicht alles und dann bleiben halt solche Sounds gerne mal stecken. Passiert auch mal bei Flashes, passiert bei Smokes und sonstiges, haben wir jetzt schon öfters gesehen. Da bitten wir um euer Verständnis. Da kann man hier jetzt leider nichts tun. Deswegen sieht man auch immer erst, wenn der Frag gefallen ist, sage ich mal eine halbe Sekunde später oben den Feed. So, hier jetzt nochmal aufstellen. Das hier ist übrigens die One-Way-Smoke. Für alle, die sie noch nicht kennen. Hast du unten links in der Ecke so eine kleine Gap, wo du durchgucken kannst. So, Drake mit der Flashbang, HE kam hinterher. Also gerade hat Ancient wirklich immer die passenden Antworten für das Team von Tricked. So, Draken, ja. Also, überall klingelt's. Sehr schön. Das macht Spaß und Sinn. So, lang auf jeden Fall raus. Dann steht er bereit. Vodop mit dem nächsten. Dann Plopski darf hier auch nochmal ran. Und die Mitte wird jetzt angespielt, um letztendlich hier die einzelne Lücke zu finden. Bubski wird einfach nur dort abgestellt. Plopski, Bubski, ja, würde ich auch so nennen, das Kind. Sehr gut, Dope Throne. So, und Trick scheint es wohl Richtung B zu verschlagen. Ob man diesbezüglich erfolgreich sein wird, das werden wir in wenigen Sekunden beantwortet bekommen. Draken sieht die Smoke, Molotov kommt raus, damit nimmt er natürlich schon mal einiges an Zeit raus. Muss er natürlich aufpassen, dass er hier vom Loch nicht vom Bubski in der Mitte ausgelotet wird. So, Molotov ist da. Er hat den Spieler rausgenommen, stark gemacht. Kann der Hunde mitnehmen und damit ist jetzt hier Akko auf dem Spot noch derjenige, der ausgemerzt werden muss. Letzter Überlebender Bubski. Der steht da in der Mitte schön hinter der Smoke bereit, aber schafft es nur einen Frag zu erzielen. Ancient mit der 14. Runde. Und damit sind es nur noch zwei, die Ancient braucht. Tricked hingegen braucht ganze 6 und die in Folge, damit sie hier in der regulären Spielzeit nochmal gewinnen können. So, Disco-Doppler in den Lower Tunnels auch nochmal reingepusht. Also mit diesen aggressiven Momenten versuchen sie natürlich immer wieder hier den Vorteil zu erzielen. Siouche, uiuiui, kriegt einen Headshot, aber schafft es trotzdem noch, Disco-Doppler zu finishen. Und damit nimmt er natürlich schon mal eine Waffe an sich. Und das kann natürlich hier so ein bisschen diesen Snowballing-Effekt hinter sich ziehen. Und Draken, Collateral, vorne den Spieler geholt, den hinteren auch noch angeschossen und den letzten, den kriegt er gerade nicht gefinisht. Hunden schafft es hier an die AWP. Und wenn er die AWP, ah ne, ist nur eine AWP. Aber AWP kann natürlich gepickt werden. 15. Runde für das Team von Ancient und Tricked hat er gerade das Nachsehen. Kriegt es nicht hin, hier diese
Runde für sich zu erzielen. So, zweite Map wird auf jeden Fall DE Nuke. Das ist der Map-Pick von Tricked. Und sollte es auf eine dritte und entscheidende Map gehen, dann sehen wir hier noch DE Inferno. So, und diesmal der schnelle Zugriff, der versucht worden ist. Der Autodirektor hatte auf jeden Fall keine Lust mehr. Entschuldigt bitte. Konnte man auch sofort mit den ersten zwei Frags hier auf jeden Fall abwehren. Und damit nur noch drei Spieler gegen Ancient, um hier die erste Map nochmal rumdrehen zu können. Aber seien wir ehrlich, es sieht nicht danach aus, als könnten sie das hier nochmal schaffen. Und somit Freddy B. auch den nächsten Frag erzielt. Jush und Arcor sind die letzten Überlebenden, die hier nochmal ran müssen. Und ja, das wird nahezu unmöglich. So, wir sehen es da. Die Herrschaften Sush und Arcor über die T-Base. Nochmal neue Positionen suchen. Freddy B. hat natürlich keine Ahnung, woher sie kommen. Dann einfach hier der Collateral. Also, 16 zu 10, Freunde. Das eine gute Halbzeit, eine gute Map und Drake mit 36 Frags natürlich hier der entscheidende Faktor, warum das Ganze natürlich auch so eindeutig ausgegangen ist. Liebe Herrschaften und Menschen da draußen, wir werden jetzt ein kurzes Pause machen, sehen uns dann wieder mit DE Nuke zwischen Ancient und Tricked und ich gehe mal davon aus, dass Tricked da auf jeden Fall ein bisschen mehr zu bieten hat und dementsprechend machen wir ein kurzes Pause und vergesst nicht, gleich noch vor dem Match oder halt, ja genau, vor der nächsten Map hauen wir auch nochmal das Statement von Sprout raus, was Daniel eben direkt nach dem Match für uns aufgenommen hat. Also, liebe Freunde, bis gleich.